Salve und herzlich willkommen zum zweiten Livecast in Rome 2 Total War. Das hier wird ein Tour und Tour. Ich habe den sehr verehrten Herrn Karl Philipp J. den Fürst von Vrede oder Vrede, wie auch immer. Ja, er macht mit mir zusammen hier ein kleines Match und wir kämpfen hier gegen einmal Epirus und einmal Parthien. Ja, wir haben uns einfach mal so random überlegt, wir machen das Geld mal unendlich hoch. Ich weiß ja, dass diese Erfahrungsränge nichts bringen, aber ich mach's einfach jetzt mal rein. Es ist jetzt nur ein Just-for-Fun-Ding. Mal gucken, wie es wird. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich dieses Budget, dass man das so hochhauen kann, ein bisschen... Aber es ist jetzt mehr so spaßeshalber. In Sachen Taktik und so weiter. Wollen wir mal gucken, was daraus wird. Ich bin sowieso der Meinung, dass diese Relevanz davon nicht so der Brüller ist. So. Ich werde das mal so zwischendurch immer mal eben antworten müssen, denn sonst wird das nichts. So, okay, dann hau ich mir noch mal. Ich glaube, ich hole noch einen Hopliten dazu. So, und ich wollte noch retiren. Wir haben hier ja leider keine Nahkampf-Cav. Deshalb nehme ich mal ersatzeshalber die hier. So. Das Geld kriegen wir um Längen nicht weg, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Ich muss mal kurz antworten. Ja. Mir ist das auch egal. Ich denke, wir können dann anfangen. So, ja, die Karte ist Yathrib. Ich habe das mal genommen, weil es da keine Wälder gibt. Und ich denke mir einfach, die Karte ist ganz nett. Was man daraus machen kann, ist die nächste Frage. Ich hatte da meine letzte Schlacht zuvor, noch vor dieser Aufnahme hier. Und ich guck mal. Die beiden Gegner sind offenbar noch in der Entscheidungsphase. Gucken wir mal. Das lasse ich jetzt alles so, wie es ist. Und ja, wollen wir mal gucken. Ja, wieder live in YouTube, ja. So schnell kann's gehen, ne, meine Damen und Herren. So, wo haben wir denn... Ja, ich denke mal, ich werde das hier so lassen. Ich könnte aber vielleicht mal... Obwohl, ich lasse die Hopliten jetzt drin. Ich finde die zum Teil... doch besser, ne. Ich mag nur kurz vergleichen, ich meine, die... Nein. Besonders, man sieht jetzt doch, dass das ganz schön was ausmacht. Okay, es ist jetzt hier random, ne? Also in Sachen Fairness, wir haben ja alle das gleiche Budget. Ich denke mal insofern, ich finde das irgendwie, ja, schon sehr hoch, nicht wahr? Aber so wird jetzt halt jeder auf den höchsten spielen. Ich spiele sonst eigentlich nur mit großem. Also nicht mit hier, wie viel ist das? 100.000? Das ist echt zu viel, aber es ist ja nur des Spaßes wegen. Also, ich gehe jetzt auch schon mal auf fertig. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen beiden Spielern aussieht. Auf die müssen wir jetzt halt warten. Mit denen ist jetzt genauere Kommunikation gerade nicht möglich. Ich kann das nur mit meinem Teammate hier mal immer so ein bisschen über diese tolle Ave-Funktion über Chat hier ein bisschen was machen. Ah. Geht es jetzt los? Ich hoffe mal, dass alles richtig läuft. Makedonien gegen Epirus. Ich habe noch kein Tour an Tour vorher gespielt. Kann sein, dass das anders aussieht. Oh, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich es mir denke. Es ist ja schon komisch, dass einem nur Makedonien angezeigt wird. So, aber es scheint geklappt zu haben, aber nicht. Oder nicht? Doch, ja, es hat geklappt. Ich sehe ihn ja hier. Okay, es hat geklappt. Ey, das ist ja Wahnsinn, dass mal irgendwas klappt. So. Okay, jetzt will ich erstmal gucken, dass ich... Mal sehen, er hat hier seine...
Er hat sehr viele Spartaner. Spartaner, ja, gut, das war jetzt die falsche Worte. Aber hier steht ja Spartaner, ne? Königliche Spartaner. Ja, also sehr viele Speereinheiten. Und ich will mal gucken, wie ich das irgendwie unterbringe. Hier hat er Pikiniere auch noch dabei. Die setzt davor. Die Cav hat er hier in dieser Rautenformation, die übrigens auch neu ist. Interessant. So, ich gehe nach altbekannter Manier vor. Ich werde hier meine Steinschleuderer hin. Das ist jetzt ein bisschen anders, ich weiß. Ein bisschen anders als im ersten, aber ich habe auch so ein bisschen... Ach, dazwischen liegen schon wieder Welten, muss ich sagen. Ich nehme jetzt auch mal die königlichen Peltasten mit. Mein Gott, so schwer ist es doch gar nicht, Taya, hier. Stell dich doch nicht so an. Die königlichen Peltasten mit. Und ja, so. Ich schätze mal, dass ich die sogar... Nee, obwohl. Ich warte mal. Jobliden. Mich würde mal dann eben so interessieren, mal so als kleine Diskussion in die Runde geworfen, was ihr von der Phalanx haltet. Ich muss sagen, ich habe da so meine eigene Vorstellung und die ist nicht so schön. Die ist, ehrlich gesagt, ach wohl, ich schütze lieber meine Seite. Weil die ist überhaupt nicht gut. Also, die Meinung ist nicht gut. Die Phalanx hingegen ist exzellent. Ich finde schon beinahe irgendwie zu exzellent. Sekunde. Für Sparta, für Griechenland, dem kann ich nur zustimmen. Ja, ich denke mal, ich bleibe jetzt erstmal so stehen. So, okay. Also, wie gesagt, die... Gut, okay. Er hat hier so Dreiergruppen immer gemacht. Ich denke mir einfach, dass ich mit der... Moment, lass mich mal kurz hier. Mit der Hetairenreiterei wesentlich offensiver vorgehen könnte. Natürlich ist es hier so, tragen sie alle Speere und sind dementsprechend jetzt schlechter gegen die... Es sind ja als Schockkavallerie nicht so gut gegen die Nahkampfkavallerie. Aber es ist immer noch besser als diese Bürgercav etc. pp. So, drei sind fertig. Ich bin der Letzte. Oh, auf den letzten Drücker. So. So, das Ganze ist random. Müsst ihr immer wieder bedenken. Ja, alle Augen warten auf den Taya. Dann wird der Taya auch irgendwas sagen. Jo. Okay, wir haben Parthien gegenüber. Oh, ey, klasse. Wir kriegen auch noch indische Kriegselefanten vorgesetzt. Das ist ja herrlich. Wir haben hier einen Calf-Spammer, so wie es aussieht. Oh, ey, das... Okay, jetzt können wir hier immer mal bewundern, wie schön diese Phalanx mir hier auf die Nerven geht. Ich sag's mal ganz ehrlich, ganz frei von der Leber weg, weil es ist echt so. Die Phalanx... Hoppala, ich hab noch nicht. So. So. Die Phalanx geht einem schon tierisch auf die Nerven. So, zwischendurch immer mal... Immer mal hier so reinlinsen. Das einzig Dumme ist, im Gegensatz zum Steam-Chat muss ich sagen, dass das hier einem nicht mit so einem kleinen Signalton hier irgendwie angesagt wird. Das ist für euch aber, denke ich, ganz gut. Was hat er denn hier mit den Kriegselefanten vor? Der Junge ist ja sehr tough hier, dass er sofort mit den Kriegselefanten vorkommt. Haben die Schützen oder was? Ich habe mir die Kriegselefanten bisher so selten. Ich habe nur in der historischen Schlacht mit Rom gegen die... Parthien auch noch. Indische Kriegselefanten. Ich möchte aber wetten, dass diese tollen Kriegselefanten tatsächlich... Der will hier mich umreiten, der Kerl. Ich glaube das jetzt nicht. Okay, ich ziehe meine Steinschleuderer zurück. So, die setze ich mal kurz in die Phalanx. So, ich hoffe mal, dass ich gegen die ankomme. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich mal kurz sammeln. Hat leider nicht alle erwischt. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Elefanten ist. So, er hat auch schon hier die Elefanten am Hals. Der liebe Karl. Philipp. So, ich denke aber, dass er tatsächlich erschlägt. Oh, okay. Wir sehen, die Kriegselefanten fallen. Ich denke auch nicht, dass er die gegen diese Übermacht das schaffen können.
So, damit hat der apathische Spieler auf jeden Fall, ich denke mal, auf meiner Seite schon mal eine Chance verspielt. Wie ist das beim lieben Karl? Ja, wird auch noch. Ich denke mal, die Hopliten haben es gemacht. Und nicht die Cav. Wie erst vermutet. So, jetzt wird die Sache heikel werden. Der Kerl hat... Er ist ja ein toller Cav-Spammer, ne? Das hat natürlich keiner geplant. Dass ich den auch noch auf meiner Seite habe. Der liebe Karl hat hier nur... Ja, was heißt nur? Er hat es auch nicht so einfach. Komm, wollen wir nicht so... So sein. Das Tolle ist jetzt daran, dass mir meine... Dass mir die Einheiten so gesehen wenig nützen. Also diese Gruppierungsfunktion, muss ich immer wieder sagen, finde ich einfach nicht schön. Das war in Shogun 1 besser gelöst. Aber genug davon. So, ich versuche möglichst auf gleicher Höhe mit ihm zu bleiben. Also das heißt, er zieht mich quasi mit. Und mal kurz zwischendurch nach. Nur Katapult, ja, das hat er richtig erkannt, der liebe Karl. So ist es ja auch. Was soll man da machen, ne? Also ich schätze fast, dass, ja, toll. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß vor allem nicht, was ich jetzt mit meinen Schleuderern anfange. Die sind total nutzlos. Also gegen Cav-Spammer 1, 3, 6, 9, 12, 15. This made my day. Jetzt haben wir also wirklich 15. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus und ich komme aus dem Unbehagen vor allem nicht mehr raus, was sich jetzt gerade bei mir aufbaut. Meiner Ansicht nach spiegelt das genau dieses Bild hier, was ihr hier seht. Das ist das erste Two-on-Two. Ich denke mal, die beiden Herren meinen es nicht so ernst, was sie hier jetzt machen. Das ist jetzt auch vollkommen, wie soll ich sagen, off-topic quasi. Ja, wollen wir mal gucken. Was hat er denn hier für ein hellenistische... Achso, verstehe, okay. Okay. Ich habe die Befürchtung, dass die Artillerie ihn jetzt fertig machen können. Deswegen werde ich jetzt mal ihm ein bisschen Unterstützung leisten, wenn es geht. Wenn es geht. Ich habe halt nur... Ja, ich fürchte, da er keine Cav hat. Das Problem ist hier... Seine Cav wurde auch schon erwischt. Ach, Mist, die Aspis-Hetairen-Reiterei auch noch. Also, jetzt wird es sich herausstellen. Ich versuche ihn mal mit auch einzukesseln. Ich glaube, ich kann hier auf der Seite... Oh doch, ich bleibe erstmal hier so. Er geht schon in den Nahkampf. Ich muss ja erst nochmal näher kommen. Ey, toll. Ein Cav-Spammer hat mir echt noch gefehlt, ey. Ich hatte da schon mal so einen. Kann ich euch erzählen. Und das war nicht schön. Vor allem, das wirklich Tolle ist ja, es bringt jetzt überhaupt... Es ist jetzt dadurch so verdammt schwierig, die Einheiten irgendwie noch so sinnvoll einzusetzen. So, okay, wir können nämlich gleich hier die... Die können wir gleich wegnehmen. Ich habe auch noch kaum... Also ich finde das auch nicht fair irgendwie, weil das ist überhaupt nicht balanced, was er hier macht. Was beide hier machen. Wir wollten wohl einfach nur Spaß. Wirklich fair ist das nicht. Also wirklich fair ist es echt nicht. Ich kann hoffen, dass meine Hopliten das jetzt hier standhalten. So. Er hat leider jetzt auch wieder nicht alle erwischt. Ich werde wohl mit den Nahkämpfern auch was machen müssen, weil die sind ja sonst schutzlos. Das ist jetzt so off-topic, müsst ihr wissen. Es tut mir echt leid, wenn das euch gegen den Strich geht, aber mir gefällt es selber gerade nicht so wirklich hundertprozentig gut. Na toll, auf der Seite versage ich schon mal.
Mann, 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 Mann. Das ist ja auch der... Ich kann die ja schon fast verstehen mit dem, was sie hier tun, denn man kommt echt gegen die Phalanx nur mit sehr viel Kev an. Am besten schon mit dem Spam. Muss man echt sagen. Das sieht irgendwie sehr schwarz aus für uns. Weil die Sache ist die, mit Kev kann man meiner Meinung nach überhaupt nicht verlieren. Also wenn ihr Tipps habt, her damit. Aber ich für meinen Teil finde das echt ätzend. Vor allem die Phalanx geht immer wieder raus. Gut, ich muss ja auch teilweise mit Schwertkämpfern was machen. Also das ist verstößt doch gegen jede erdenkliche Logik. Versuchen wir mal seinen Gen zu killen. Der ist nämlich schon sehr stark verwundet. Ja, ich kann auch schnell Feuern machen. Das habe ich jetzt verschwitzt, aber gut, das wird es jetzt auch nicht unbedingt so viel besser machen. Was ich überraschend finde, ist, dass die Einheiten so lange durchhalten. So, 26. Och, jetzt... Oje. Der Herr hat aufgegeben. Ja. Was ihr das eben gerade gelesen habt? Das kann ich unterschreiben. Blindlings. Das war jetzt auch keine so schöne... Okay, nimmt es einfach als Random Cast. Ne? Da habt ihr jetzt nichts von mitgenommen, das kann ich mir denken. Aber ich zeig mal, das ist hier so die typische Mentalität des im Multiplayer. Ich kann es sogar verstehen, aber ich finde es wirklich... Ach, ich komme dir jetzt gar nicht. Ja, ich könnte es sogar verstehen, wenn ihr einen Daumen runter gebt, also ganz ehrlich. Weil das ist nicht schön. Ich kann es verstehen, also wenn ihr das macht, macht euch da keinen Kopf, dass ich mir da einen Kopf mache, weil ganz ehrlich... Ich finde das nicht okay. Ich denke mir einfach, dass das noch für den Moment zu ungeklärt ist. Also ich bin jetzt hier der Letzte auf meiner Seite hier. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Da müsste schon ein Wunder passieren. Ich glaube, die Seite könnte ich vielleicht noch packen. Aber das wird schon schwierig werden. Ey, das ist ja auch nicht wirklich so fair, na, aber gut, ich jammer jetzt nicht hier rum. Da stehe ich drüber. Ich lass das mal. Ach, das ist eigentlich so ein Fall, da sage ich KK, ne? Kein Kommentar. Man sieht aber auch, die Herren haben sich's auch zu Herzen genommen mit dem vielen Geld. Alle haben Gold 3. Klasse. Ja, Freunde, also was soll ich da sagen? Also, ein Unglück kommt selten allein. Ich glaube, so werde ich das Ganze nennen, weil es ist... Was heißt ein Unglück? Meiner Ansicht nach ist das eine ganz klare... Ein ganz klarer Fall von... Die Leute kommen irgendwelche Dings hier rein. Ich nehme an, dass sie sich abgesprochen haben. Aber das soll jetzt überhaupt nicht gegen die gehen. So, ich denke mal, jetzt ist es hier gefreezed. Kann sein, dass sie jetzt vielleicht sogar hier schon draußen sind oder was. Ich weiß es nicht, gerade nicht. Passiert nichts, na? Ah, es passiert nichts. Einer hat einen schnellen Vorlauf gedrückt. Keine Kommunikation mehr. Ja, was soll ich da sagen? Aber da falscher... Das Spiel verlassen. Ach so, okay, verstehe. Also, ich dachte mir auch schon so, die Leute müssen extreme Mittel auffahren. Also, Balancing, Freunde, sage ich euch mal ganz ehrlich. Ich habe ja nie wirklich viel Multiplayer gespielt. Aber Balancing sieht anders aus. Wir konnten zumindest den Kev-Spam etwas abschwächen. Knappe Niederlage. Ja. Was soll ich dazu sagen? Gucken wir uns das mal kurz an und dann ist ja auch schon Feierabend mit diesem Cast. Es tut mir leid für jeden, der was Ernsthaftes erwartet hat.
Ihr seht, wir hatten, also ich hatte 2600 Mann, habe 1646 verloren, konnte ja von uns beiden noch mehr töten, 809. Mal gucken, wer hat denn hier die meisten gekillt. Das ist durchwachsen, muss ich sagen. Die Hopliten konnten auch nicht so viele, also surrounded by enemies, ne, im Englischen, also von Feinden umzingelt. Also mal ganz ehrlich, vor allen Dingen dann noch mit die Artillerie. Hier haben wir, ich glaube, das sind griechische Ballisten, ne? Und Skorpione, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat einer der beiden Spieler, ja, es ist schon weg, einer der beiden Spieler da ordentlich, ich gehe schon mal raus, ordentlich ja, gegen die Regeln, oder es haben beide eigentlich, finde ich, gegen die Regeln so ziemlich verstoßen. Der eine hat eine typische, na, ich antworte dem hier jetzt mal später, einer hat eine typische, ja, einen typischen Calf-Spam gemacht. Kann man mit leben, klar, aber ich hatte nur 3 Speereinheiten. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, mit Schwertkämpfern kann man da nichts machen. Ich habe gerade, weil ich damit gerechnet habe, dass viele Speerkämpfer kommen, Schwertkämpfer mitgenommen. Aber ja, es war leider nicht so. Also, was haben wir heute gelernt, Kinder? Richtig, überhaupt nichts. Ja, ich würde mal sagen, lasst einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Also, ich sage jetzt mal nicht das Wort, weil ich halte sowas ja generell aus den Casts raus, aber der Herr hat es ja eben gerade, wenn ihr in der richtigen Sekunde auf Pause gedrückt habt, konntet ihr es auch lesen, das richtige Wort für diese Leute wirklich, für meinen Begriff wirklich angewandt. Solche Leute kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Gegen solche Leute spiele ich nicht gerne, weil das verdirbt einen den Spaß. Wenn ihr Tipps habt, also ganz ehrlich, den Calf-Spammer hätte man vielleicht aufhalten können. Muss ich sagen, hätten wir beide uns vielleicht absprechen können, glaube ich jedenfalls. Nur das Problem ist, wer hätte sich dann um den anderen gekümmert? Also, ich hatte eindeutig zu wenig Speere, eher zu viele, glaube ich. Also, wir hätten uns eigentlich genau andersrum drehen müssen. Ich hätte rechts und er links, wobei ich sagen muss, er hat mit den Ballisten, ich glaube, an die, ich weiß nicht, wie viele weggesäbelt. Also, doch, vielleicht hätten wir es andersrum drehen sollen. Wobei ich sagen muss, das geht so pauschal gesehen auch nicht. Hm, klar, weil ich meine, der Gegner ist ja nicht dumm. Der hätte mit der Cav einfach um uns herum geritten. Ich meine, man hat ja gesehen, der war ja nicht dumm. Der reilt ja nicht mitten in die Phalanx rein oder so. Also, und Nubox-mäßig sich hinstellen, wie der Herr seine griechische Balliste da verteidigt hat. Also, davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Also, Taktik 0. Dafür der Fun-Faktor wohl ordentlich hoch, ne? Aber ich muss sagen, bei mir so mittelmäßig. Ich, ja, gewinnt dem irgendwas ab, wenn ihr es denn könnt. Das ist echt random. Verzeiht es mir. Ansonsten nochmal kurz so eine kleine Sache, wie es überhaupt mit dem Multiplayer aussieht. Die Phalanx, muss ich sagen, geht mir tierisch auf die Nerven, weil die wenden alle an. Also es gibt entweder... Es gibt, also es ist so Spam-mäßig, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ziemlich stark nah daran. Also das eine war ganz klar ein Cav-Spammer und das andere Phalanx-Spammer. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann schon. Vielleicht kommt es irgendwann mal auf. Auf jeden Fall finde ich nicht so wirklich gut. Man hätte das seitens der Entwickler mit der Phalanx anders balancen müssen. Also das Balancing ist hier meiner Meinung nach total daneben. Ich habe auch gesehen in den Einheitenstatistiken, die Unterschiede von den einzelnen ja, Fähigkeiten, Nahkampfangriff, Rüstung etc., das ist teilweise so weit auseinander, also Rüstung jetzt nicht und Gesundheit, Grundmoral ist immer so in derselben Sparte, was mich wundert. Der Rest variiert, Nahkampfangriff, Waffenschaden etc. Und das ist teilweise manchmal so stark, also da kann man verstehen, entweder nehmen die Leute ganz viele schwache, aber schnelle Einheiten, mobile Einheiten, aber es gibt überhaupt keine, ich habe bisher keine ausgeglichene Armee getroffen und das sage ich ganz ehrlich. Und das hat mich schon echt ein bisschen angestunken, weil ich habe immer auf eine ausgeglichene Armee geachtet. Das habe ich immer bei Shogun gemacht und bei Shogun hat man viele ausgeglichene Armeen als Gegner gehabt. Und dann macht das Spielen erst Spaß. Okay, ich mache natürlich weiter, keine Sorge, aber wenn was Brauchbares zusammenkommt. Ich muss sagen, ja, ich mache jetzt mal Schluss. Wir sehen und hören uns dann beim dritten Livecast. Bis dahin, tschüss.